Erstmal Gratulation zum Sieg, der ja längst überfällig war, heute auch in Zahlen ausgedrückt. Stein vom Herzen gefallen, zumal weil Auerbach immer so ein Stückchen weit Angstgegner war. Ja, wie gesagt, Stein vom Herzen. Ja, ich habe es gerade schon mal drüben gesagt, ich freue mich einfach für die Jungs, weil es ist eine Belohnung für deren Arbeit. Man sieht die jeden Tag, wie die zusammenhalten, wie die alle wollen. Man hat es, glaube ich, heute beim zweiten Tor dann gesehen, der Hildebrand, der wollte dieses Tor unbedingt machen, wollte für die Mannschaft, wie die Jungs dann das Ganze hier annehmen. Und das haben wir schon mal gesagt. Und jetzt sieht man dann endlich auch, oder hat man heute in dem Spiel dann auch gesehen, dass die Belohnung für die Jungs da sind. Ich glaube, für alle war das dann ein schöner Nachmittag, für die Fans, für uns alle. Vor allem mal ein bisschen ruhiger als wie die Spiele zuvor. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist dann für die Mannschaft einfach endlich so dieses Ereignis, wo man sagt, okay, die haben sich endlich mal für ihre Arbeit auch belohnt. Heute gab es wieder einen neuen Spieler und schon wie bei Badou, es sind alles Sprinter, die wir verpflichtet werden. Ist das so ein bisschen der Ansatz, wo danach geguckt wird im Besonderen, dass sie schnell sind, pfeilschnell über die Außen? Ja, das ist ja das, was eine Mannschaft dann den letzten Punch gibt. Und danach habe ich ja die ganze Zeit gesucht, beziehungsweise wir haben immer Augen und Ohren offen gehalten. Wie gesagt, an den Jungs war man dann auch schon länger dran. Wie gesagt, an den Nikos, wir sind schon ganz, ganz lange in Kontakt. Aber wie gesagt, da kommt auch um dann 1000, das muss man auch dazu sagen, dass der dann den Schritt Regionalliga macht. Ja, wie gesagt, da muss man dann auch ein bisschen Geduld beweisen, das haben wir ja mal gesagt. Und am Ende, klar, spielen wir Ballbesitzfußball, aber am Ende musst du auch irgendwann in deine 1 gegen 1 Situation auflösen und Schnelligkeit haben, Tiefe haben. Das macht dich dann torgefährlich. Man sieht es ja dann auch von Minute zu Minute, wenn du das immer mehr reinbekommst, kriegst du mehrere Torschanken, bist du auch nicht so leicht ausrechenbar, weil der Gegner irgendwann dich in die Breite zieht. Die wissen, ich gehe da jetzt tief, kommt er entgegen. Und dadurch werden auch die Zwischenräume größer für die 8er und 10er. Dadurch kommen die dann besser ins Spiel. Wie gesagt, das verändert einfach dein Spiel, wenn du Jungs hast, die Tiefe haben und 1 gegen 1. Sag mir noch mal ein Wort bitte zu Tobi Hasse, der ja ein überragendes Spiel macht, Woche um Woche, glaube ich, besser wird, mehr rennt, mehr macht. Ihm gelingt immer mehr. Ist schon erstaunlich. Also ist er noch nie, auch in der vorigen Saison, niemals so groß aus den Schatten getreten. Ja, ich glaube, wie gesagt, unter dem Trainer hatte schon Tobi Hasse schon immer diese Anerkennung. Wir wussten, was wir an ihn haben. Ich habe es gerade schon mal drüben gesagt. Man muss ja auch mal den Jungen sagen, der spielt in der Vorbereitung dann vorne, macht's gut. Dann, wo er sagt, mit ihm heute, Tobi, links hinten, der kann das spielen, weil er sehr, sehr intelligent ist, was Fußballspielen angeht. Der versteht das Spiel und das sieht man dann auch. Der kommt jetzt langsam in die Phase, wo er immer fitter wird und er ist unglaublich wichtig halt für die Mannschaft. Ja, der Trainer der gegnerischen Mannschaft steht da. Kann nicht glücklich sein. Bisher hat es Auerbach immer hier im Cottbus ganz gut hingekriegt. Ja, das ist richtig. Also ich meine, wenn man das Ergebnis sieht, wäre es ja schlimm, wenn man da glücklich oder zufrieden sein könnte. Wir haben, denke ich, von Anfang an sehr ängstlich agiert und hatten bis auf so eine kurze Zwischenphase unmittelbar vor dem 1-0, wo wir eine gute Chance hatten. Ja, an sich waren wir ja da kein ernsthafter Gegner für den Cottbuser heute und das müssen wir uns angreifen. Und deshalb ja, geht ja der Sieg auch selbst in der Höhe absolut in Ordnung. Macht dieses Ergebnis und auch der Tabellenplatz derzeit schon ein bisschen Angst? Die Saison ist allerdings lang. Ach ja, Angst? Nein, weil wir wussten ja, dass das ein schwieriges Jahr wird, auch dass wir zu dem Zeitpunkt auf dem Tabellenplatz stehen können. Angst, ich sage mal, das, was wir heute hier gezeigt haben, das war natürlich nicht gut. Und das ist sowas, wo man natürlich erstmal durchatmen muss und das auch sacken lassen muss, weil das natürlich nie die große Hoffnung gibt fürs nächste Spiel.